Ja, jetzt ist gerade während der Aufnahme die Kamera schon wieder ausgegangen. Ich habe da echt ein Problem mit momentan. Bei der letzten Tour in Saalfeld waren ja auch die Folgetage alle geschreddert hier auf der SD-Karte. Jetzt hat die Kamera sich gerade selber abgeschaltet, obwohl der Akku randvoll ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Naja, letztendlich ging es nur darum, Sehnsucht auf Raus und Neues nach dieser langen Zeit. Und dass man ja einfach mal aus seiner Region wieder raus will. Das wollte ich euch nur sagen, dass es euch wahrscheinlich genauso geht. Und dass es ja schon Luxus ist, dass ich zwischendurch hier weg konnte. Also geht's jetzt hier mit mir, wenn ihr wollt, ein bisschen Sonne einfangen, denn bis Mittag soll es trocken bleiben. Hier ist gerade mal ein windgeschütztes Stück. Da wollte ich euch nochmal zeigen, hier diesen Kontrast braun zu grün, weil mittlerweile ist ja schon sehr viel Blätter auf den Bäumen. Da sieht man das richtig schön. Ansonsten bin ich jetzt hier unterwegs Richtung Benninghausen-Eichelborn und bin jetzt die letzten Tage auch mit dem neuen Rad einige Touren gefahren. Ich muss sagen, das ist schon wieder wesentlich angenehmer, auf einem guten Rad zu fahren. Es macht mehr Spaß, man ist mehr motiviert. Wahrscheinlich auch, weil es neu ist, gar keine Frage, ist ja mit allen neuen Dingen so. Ansonsten bin ich immer noch so ein bisschen am Nachjustieren, mal den Lenker ein bisschen so, die Griffe ein bisschen anders, bis es halt wieder perfekt passt. Wo ich von begeistert bin, ist jetzt schon dieser Brooks-Sattel. Fühlt sich am Anfang natürlich ein bisschen hart an, aber wenn man so eine richtige Sitzposition hat, ist das durchaus angenehm, meint man gar nicht, weil er kein Gel oder sonstiges drin ist. Also bis jetzt bin ich von dem Rad sehr angetan. Jetzt stehe ich gerade auf so einer Eisenbahnbrücke und da hat man hier einen perfekten Blick bis Lippstadt Bahnhof im Grunde. Und auf der anderen Seite bis zur Stadt Soest. Naja, fast. Aber was das ausmacht, wenn man so ein paar Meter höher ist, dort hinten ist wirklich der Haarstrang zu sehen, wo es dann Richtung Möhnesee geht. Das hat schon was. Ja, hätte ich noch 3-4 Minuten gewartet, hätten wir die Bahn da mal live erlebt. Naja, nicht so dramatisch. Ich bin jetzt gerade hier in so eine Seitenstraße gefahren und da geht hier so ein schöner, besandeter Weg hier über diese kleine Brücke gleich drüber. Mal weiter rollen. Ist wieder so ein bisschen idyllischer, finde ich. Und hat so diesen typischen Dorfcharme oder Dorfcharakter. Ja, hier auch wieder so ein Denkmal von irgendeinem Geistlichen, wahrscheinlich ein Bischof aus der Region. Und hier, oh, das sieht gut aus. Hier war ich auch noch nicht. Seht ihr? Nur ein paar Kilometer vom Wohnort weg. Ah, Privatgrundstück, Durchfahrt verboten. Ja, okay. Aber bis zum Tor darf man ja immer. Hier sogar mit Burggraben auf beiden Seiten. Und das Anwesen hat schon was. Schade, hier steht auch kein Schild oder irgendwie, was das ist oder wo es zugehört. Aber ein toller Anblick. Hier kann man noch mal so einen Blick erhaschen auf die Nebengebäude von diesem Anwesen, Schloss, Gutshof, wie auch immer. Und aufgrund der Trauerweiden gehe ich mal davon aus, dass da auch Wasser ist. Und es sieht alles sehr gepflegt aus. Ich denke mal, dass das voll genutzt wird. Aber auch der Blick rundum hier mit den Wiesen ist nicht zu verachten. Und der Gesang der Vögel.
Man muss sich nur darauf einlassen. Und der Weg geht jetzt so hier weiter. Wenn es jetzt 30 Grad wäre, wäre das super, aber selbst so ist es angenehm. Wir haben heute Morgen, ich glaube, so ja, knapp unter 10 Grad gehabt. Es sollen noch 14 bis 16 werden. Und das ist in der Sonne dann ja schon wieder sehr angenehm. Und nochmal ein kleiner Rückblick zu diesem Anwesen, weil ich jetzt die Rückseite hier sehe. Das hat schon was. Aber jetzt geht's wirklich weiter. Dort in dem Horst sieht man die Störche. Ich zoome das Ganze mal ein bisschen. So müsst ihr das auch schon gut erkennen. Ja, einer stellt sich gerade hin. Oh, ja. Die Morgentoilette. Hatte wahrscheinlich gerade seinen Kaffee. Entschuldigt, aber auch sowas gehört dazu. Ansonsten kann ich nur sagen, es hat sich definitiv gelohnt, heute Morgen schon loszufahren. Das Wetter ist klasse. Mir ist richtig warm, trotz dass ich nur die Regenjacke anhabe. Aber die Ohren zum Beispiel sind eiskalt aufgrund des Windes. Deswegen, man ist so hin und her gerissen, Jacke aus, Mütze auf. Dann habe ich zwischendurch die Mütze aufgesetzt vor meinem Hoodie. Die fliegt mir aber dauernd wieder weg. Ja, ein Hin und Her. Man weiß nicht, was man machen soll. Das eine zu warm, das andere zu kalt. Da auf den Wiesen sieht man jetzt diese alte Rinderrasse, die hier ja, gezüchtet wird. Mal schauen, ob man da vorne noch mal einen besseren Blick erhaschen kann. Ich finde die immer recht beeindruckend aufgrund ihrer Hörner, die die haben. Ja, da sieht man es noch mal ein bisschen besser. Ich halte mal kurz, um auf das einmal ranzuzoomen. Ja, jetzt ducken die sich. Unverschämt. Jungs und Mädels, Köpfe hoch. Ja, wie es so ist, kamerascheu. Da kenne ich noch jemanden. Vielleicht beim nächsten Mal. Das, wo ich jetzt gerade hier stehe, ist der Sitzplatz Bettenberg. Nähe der Ortschaft Benninghausen. Den gab es schon in dem ein oder anderen Video von mir. Weil das hier so ein Knotenpunkt ist, wo man den einen oder anderen Radweg wählen kann. Ob man Richtung Soest weiter möchte, Richtung Hamm, Bad Sassendorf oder Richtung Warendorf. Also könnt ihr den Lipperadweg fahren, ihr könnt hier Richtung Emsradweg weiterfahren. Und die Wege führen hier oft auch so am Wasser vorbei. Das ist auch immer was Schönes zu sehen gibt, so wie gerade da unten diese zwei Schwäne zum Beispiel. Es hat schon wieder was. Hier mal ein kurzer Blick auf diese schöne Kirche in Benninghausen. Ab hier geht es jetzt weiter auf der Römer-Lippe-Route. Hier steht es nochmal. Römer-Lippe-Route. Und zwar bei Kilometer 101. Und vorne an der Ecke, da stand Aussichtsturm. Und dieses 3 Meter hohe Türmchen werden wir jetzt mal besteigen. Aber hier in Westfalen, wo alles flach ist, ist das halt schon ein Turm. Jeder andere würde sagen Aussichtspunkt. Dort hinten sieht man eins von diesen Wildpferden. Auch da wird gezoomt. Ja, heute wird mal ein bisschen mehr gezoomt als sonst. Aber ist ja auch eine entspannte Tour. So könnte man das doch ganz gut erkennen.
Im Zoom hat man sogar gesehen, dass rechts dahinter noch eins steht. Ansonsten seht ihr hier, dass dieses Teilstück der Römer-Lippe-Route definitiv durch die Natur geht. Und das Ganze ein Genuss ist. Dieser Aussichtspunkt hier könnte mal ein bisschen Liebe und Zuwendung brauchen. Aber sonst echt schön. Wieder herrlich durch so eine Allee. Hier links vor mir ist so eine Fernwärmeleitung. Soweit ich das weiß, die hier mit den Kliniken vom LWL zusammenhängt. So wurde es mir mal gesagt. Der Nachteil an diesen Wegen hier in den Lippeauen, man darf nicht zu viel reden. Es gibt so viele Insekten, dass man nach einem Kilometer reden im Grunde satt wäre. Da ist mal so ein kurzer Blick auf diesen Klinikbereich in Eichelborn. Die Gebäude allerdings, wenn man durch Eichelborn durchfährt, sind echt schön. Auch hier steht wieder so ein Schild, Sitzplatz Eichelborn. Dann fahre ich da doch mal rein, um mir das Ganze auch anzuschauen. Wie gesagt, ich fahre wieder ohne Plan und alles, was irgendwie interessant aussieht oder sich danach anhört, nehme ich mit. Und das schien gerade interessant. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier oder da lang zu dem Sitzplatz ging. Aber ist egal, hier ist schön. Na, wo ist der Ständer? Ja. Ja, muss das Fahrrad auch mal ein bisschen anders stellen. So. Muss ja nicht gleich stürzen. Ja, hier kann man schön unten ans Wasser von der Lippe. Ist wahrscheinlich so ein Kanu-Ein- und Ausstieg hier. Ja, wobei hier auch viele Spuren von der Hunde sind. Echt schöne Ecke. Man hört den Uhu. Oh. Schaut euch mal die Wurzeln hier an. Eine herrliche Natur. Scheiß. Seht ihr? Das meinte ich, jetzt ist das Fahrrad gestürzt. Ja, irgendwann ist das erste Mal. Echt schön hier. Hier an den Birken kann man mal gut erkennen, wie windig es ist. Weil jetzt mit diesen Mikropuscheln seit ja, ein paar Videos hört man den Wind so gut wie gar nicht mehr. Das ist toll, aber so ein bisschen fehlt auch der Eindruck, wie windig es wirklich ist. Daher mal hier ein Bild. Die Birke im Wind. Hier ist wieder Wasser zu sehen. Und Enten und ein Park. Das heißt, ich bin an der nächsten Attraktion, die es hier überall gibt. Und zwar am Schloss in Hovestadt. Auch hier war ich schon mal, gar keine Frage. Ich wollte eigentlich auch vorm Ort schon links abbiegen. Hab mir aber gedacht, das Schloss nehme ich noch mal mit, weil es immer ein schöner Anblick ist. Dort kann man auch schon mal so ein Stück erahnen. Vielleicht habt ihr auch nicht alle Videos bei mir gesehen. Daher genießt es. Ich tue es auf jeden Fall. Und das ist halt so, wenn man regional bei sich unterwegs ist, es wiederholt sich auch das ein oder andere. Aber schöne Sachen kann man sich auch ruhig zwei- oder dreimal anschauen. Und ich genieße es einfach, dass es mal wirklich über ein paar Stunden keinen Regen gibt. Und
strahlend blauen Himmel. Weil bis jetzt ist das Jahr sehr feucht, sehr kalt. Auch wenn die Meteorologen sagen, die Erde ist immer noch zu trocken. Ich kann es kaum noch glauben, aber es wird so sein. Habe ich das Gefühl, wir hatten nur Regen. Und hier werde ich mich jetzt hinsetzen und erstmal ein kleines Päuschen machen und was trinken. Und diesen Blick genießen. In die Richtung geht es jetzt weiter, immer gegen den Wind. Ich fahre jetzt nur noch so mit 10 km/h höchstens und muss jetzt trotz des starken Windes mal die Jacke wegpacken, weil die Anstrengung und so die Sonne, das merkt man schon, obwohl der Wind noch recht kühl ist. Aber landschaftlich bin ich wieder begeistert. So eine Mischung aus braun und trocken, grün und saftig und leuchtend gelb vom Raps. Und diese Fernsicht. Mehr braucht man eigentlich nicht. Da ist so ein altes Sonnenblumenfeld. Man könnte meinen, es geht Richtung Herbst. Der Wind passt auf jeden Fall dazu. Irgendwo im Nirgendwo. Und trotzdem begeistert. Das ist jetzt die Ortsmitte von Wesslahn. Richtig Fachwerk geprägt. Hier hinter diesem kleinen schnuckligen Häuschen ist die Kirche. In diese Richtung hier war ich jetzt auch noch nicht unterwegs. Deswegen muss ich auch erstmal schauen. Aber macht erstmal einen guten Eindruck. Eigentlich wäre ich jetzt da lang gefahren, aber gerade hier ein Schild gesehen, Bad Sassendorf, ein Radweg hier rum, dann teste ich den mal. Und wenn man sich auf solche Schilder verlässt, kommt man auch an solchen schönen Höfen vorbei, der Hof Hegemann. Hier ist eine Kindertagespflege untergebracht, und zwar das Knusperhäuschen. Und auch hier in so einem Dorf darf natürlich der obligatorische Bachlauf nicht fehlen. Und hier mal was für die Pferdeliebhaber. 4 so schwarze und ein einsames weißes. Sind ja schöne Tiere, ne? Also die haben irgendwas Majestätisches, finde ich immer. Bin jetzt kein Pferdenarr oder irgendwie was, aber schon sehr schöne, stolze Tiere. Schaut mal hier, ist der nicht schön? Und der hat gerade die gleiche Reisegeschwindigkeit wie ich mit dem Gegenwind. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es auch einer von diesen Schädlingen. Aber ich finde es schön. Die Wolken, die man dort Richtung Westen, ja, Südwesten, Westen sieht, sind so die ersten Vorboten, was da so ab Mittag kommen soll. Mit ja, Regen, Sturm, Gewitter. Alles, was so dazugehört. Aber erstmal sieht es in die Richtung noch super aus. Und mit ein bisschen Glück habe ich mir gerade so gedacht, habe ich auf dem Rückweg sogar Rückenwind. Das wäre mal sehr angenehm. Hier fängt wieder so ein Bereich an, der eingezäunt bzw. mit dieser Eibe bepflanzt ist, und auch da ist wieder so ein kleines, naja, Herrenhaus ist vielleicht übertrieben, aber ich halte mal die Kamera hoch. Es ist schon ein beachtliches Häuschen, wo die Herrschaften wahrscheinlich residierten und die Angestellten dann hier in den alten Nebengebäuden zum Arbeiten untergebracht waren. Ist komisch, dass man diese Ecken gar nicht kennt. Ich bin erst 30 Kilometer unterwegs.
Ja, da vorne halte ich noch mal kurz an. Oder riskiere auf jeden Fall mal einen Blick. Gut, ganz viel zu sehen gibt es jetzt nicht, außer dieses schöne schmiedeeiserne Tor. Daher werde ich hier weiterfahren. Sieht das nicht klasse aus? Ich bin jetzt hier auf Höhe des Tenniscenters Bad Sassendorf. Da ist hier auch noch so ein Fußballplatz und da hinten so ein kleiner Skaterplatz mit Basketballkörben. Schönes Fleckchen, nichts los. Und mich hat aber am meisten jetzt gerade der Turm begeistert. Deswegen habe ich angehalten. So, hier ist die Bördetherme. Das ist das Schwimmbad, Thermalbad mit schöner Saunaanlage hier in Bad Sassendorf. Und da werde ich auch mal eben rüber, um euch das mal hier so im Ganzen zu zeigen. Ist eine echt tolle Anlage. War ich auch schon so das eine oder andere Mal. Ist ja zurzeit auch leider alles nicht möglich. Und dann geht es hier direkt weiter in den Kurpark. Mit diesem großen Gradierwerk, wo man durchgehen kann. Vielleicht kann ich euch das ja heute mal ein bisschen zeigen. Ja, man riecht es schon direkt. Dieses modrige, salzige. Aber auch optisch sehr imposant, finde ich. Und so sieht das Ganze von vorne aus. Entschuldigt den Schlenker, ich musste gerade so einem riesen Hundekothaufen ausweichen. Der gehört natürlich hier mitten auf die Wege. Naja, hier die ganzen Staudenbeete, wenn das erstmal blüht, das ist ein Traum. Und auch ansonsten ist der Park hier nicht riesig, aber echt schön. Und Bad Sassendorf an sich ist sehr schön. So, das eine oder andere kennt ihr vielleicht schon aus den Videos und so ein bisschen zeige ich euch heute noch. So wie zum Beispiel den Brunnen hier. Oder diese Figuren, die überall verteilt sind. Da vorne stehen die Strandkörbe bei den Cafés. Kann man leider zurzeit nicht nutzen. Hier ist wieder so ein schöner Bachlauf. Diese Orte sind nicht nur für Ältere und Kranke. Leute, ihr könnt es auch so genießen, glaubt mir. Hier kann man zum Beispiel im Sommer, wenn keine Corona-Auflagen sind, wunderschön draußen sitzen, gut essen und trinken. Dort ist das nächste Café, was so schön gelegen ist. Und hier ist der V. Finde ich auch jedes Mal sehr schön. Es ist echt wie ausgestorben. Normalerweise bei dem Wetter um die Uhrzeit auf einem Feiertag könnte man hier überhaupt nicht durchrollen mit dem Fahrrad. Hier an der Kaiserstraße, das ist so der markanteste Platz im Ort, finde ich. Schön mit diesem Springbrunnen, die Cafés, dahinter diese mehr oder weniger moderne Kurklinik. Ist auf jeden Fall von der Architektur mal was Besonderes. Und hier das schön schimmernde Wasser. Aber leider alles zu. Zu meiner Linken seht ihr diese Platten auf dem Boden und das Silberglänzende. Das sind eigentlich auch so Wasserspiele, wo hier bei gutem Wetter die Kinder dann rumspringen. Ich meine, es ist schon irgendwie mal interessant, den Ort so leer zu sehen, aber irgendwie auch sehr merkwürdig. Das ist noch so ein schöner Brunnen hier. Ich gönne mir jetzt gerade hier im Kurpark mal ein bisschen Pause. Den Pullover mittlerweile auch aus. Jetzt könnte man sogar kurze Hose tragen. Es ist, wenn die Sonne erstmal so brennt, doch schon sehr warm. Aber schön, ich will nicht meckern. Und hier ist windgeschützt. Hier bleibe ich erstmal ein paar Minuten
nehme jetzt mein Buch, der Zementgarten lese ich gerade und dann schaue ich mal weiter. Hier ist so eine Foliere, das ist ja mittlerweile auch wieder richtig, ja, richtig in. Hat auch irgendwie was Schönes. Ja, hier ist noch so einiges im Bau und neu angelegt. Aber sehr schön gemacht, dadurch, dass das so ein geschwungener Wasserlauf wird. Und auch überall so kleine Ruhezonen. Und hier ist dieser See, den hatte ich schon mal gezeigt, vor Jahren, glaube ich, oder ein paar Jahren. Aber auch das ist alles neu angelegt worden. Ist richtig gut geworden. Und schwarze Schwäne, 3 Stück. Hier auch die Gänse direkt neben den Leuten. Die haben gar keine Scheu mehr. Und hier hoch ist auch alles neu bepflanzt. Echt eine Augenweide. So, mit Blick auf diesen doch recht schön angelegten Garten an den Ferienwohnungen hier verlasse ich jetzt gleich Bad Sassendorf wieder. Schaut mal hier diesen Kontrast von dem gelben Raps und dem blauen Himmel. Und das duftet. Echt herrlich. Leute, ich habe schon wieder Hunger. Aber es rollt gerade so gut, dass man auch Zeit hat zum Nachdenken. Es ist jetzt 5 Stunden her. So knapp 5 Stunden, wo ich gefrühstückt hatte. Und irgendwie ist das schon wieder verbraucht. Aber wie gesagt, es rollt gerade so gut hier auf dem Radweg. Es ist eben. Ich habe ganz leichten Rückenwind. Und kann hier im, was habe ich denn? 11. Gang? Ja, 11. Gang. So locker, flockig auf jeden Fall 25 bis 28 Sachen fahren. Da kommt schon Freude auf. Aber auch Hunger. So, mit dieser Aussicht werde ich das Video für heute beenden. Ich habe jetzt noch gut 10 Kilometer, bis ich zu Hause bin. Und dann war die Tour so 50, 55 Kilometer. Hat mir sehr gut gefallen. Mittlerweile ist es auch so, mit T-Shirt reicht. Der Wind ist okay. Von der Temperatur passt das irgendwie. Und ich denke mal, alles richtig gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, einen Daumen hoch, Kommentare abonnieren. Habe ich schon ewig nicht mehr gesagt. Warum ich das jetzt gerade sage, weiß ich selber nicht, aber es war irgendwie so. Also, bis zum nächsten Mal, euer Markus.